Die neoliberale AfD-Abgeordnete Gerrit Huy hat eine Rede gehalten, wo sie erklärt, warum die AfD eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro ablehnt. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hatte im Bundestag so eine Erhöhung auf 14 Euro beantragt. Und ja, die AfD bezeichnet sich ja immer als Partei der kleinen Leute. Und angesichts dessen, dass die Tarifbindung der Gewerkschaften in den letzten Jahren massiv zurückgegangen ist, dass sie mittlerweile nur noch bei 50% liegt, müsste die AfD doch sagen, ja, höhere Löhne für die Deutschen, das wollen wir auf jeden Fall, Erhöhung des Mindestlohnes jetzt. Aber Gerrit Huy sieht das irgendwie anders. Woran liegt das? Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen, liebe Zuschauer, wir tragen den Mindestlohn grundsätzlich mit, weil bei uns der Niedriglohnsektor viel zu groß ist und weil wir einem Lohndumping durch die Masseneinwanderung von Helferqualifikationen vorbeugen wollen. Die Mindestlohnerhöhung soll immer mindestens die Inflation ausgleichen und wenn es möglich ist, auch mehr. Aber was wir nicht wollen, ist damit die Arbeitslosigkeit vergrößern und die wächst zurzeit. Nach einem Anstieg des Mindestlohns um 25% innerhalb eines einzigen Jahres wollen das Bündnis Sarah Wagenknecht erst noch einmal 13% obendrauf legen. Also ja, woran liegt das, dass das BSW da noch was drauflegen soll? Vielleicht, weil die Preise ähnlich stark gestiegen sind wie der Mindestlohn. Vielleicht, weil unsere Bundesregierung gerade einen irren Wirtschaftskrieg gegen Russland führt, damit vor allem die Nahrungsmittel und die Energiepreise hochgetrieben hat. Eine Inflation, die die Mittelschicht und die Armen viel härter trifft als die Reichen. Ich meine, wer nicht viel Geld hat, der hat einen höheren Anteil an seinem Einkommen, das für Heizen und für Sprit und für Essen draufgeht. Also gerade solche Einkommen müssen noch besser gestellt werden. Aber da sagt die AfD, nein, 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 also das geht nicht. Also wir mögen den Wirtschaftskrieg zwar auch nicht, aber wenn wir schon diese Preissteigerung haben, dann sollten die Armen doch zumindest mal einen größeren Anteil an den Kosten tragen. Also das sagt Gerrit Huy hier de facto. Sie drückt es nicht so aus, aber das ist es de facto, was welche Haltung der AfD sie hier zum Ausdruck bringt. Also insgesamt 38% innerhalb von 2,5 Jahren. Da war die Mindestlohnkommission schlauer. Sie hat zu Anfang dieses Jahres den Mindestlohn um 3,4% erhöht. Und es ist auch Quatsch, was im Antrag steht, dass damit die Inflation nicht ausgeglichen wäre. Die beträgt seit Anfang des Jahres 2,9% oder weniger, zuletzt 2,2%. Dem Bündnis Sarah Wagenknecht fehlt hier offensichtlich das Augenmaß. Und noch etwas fehlt ja, Ihnen. Ja, die Inflation ist zurückgegangen nach diesem massiven Preisschock. Aber der Mindestlohn wurde doch, also vor dem Preisschock hat die SPD eine Erhöhung auf 12 Euro versprochen. Diese Erhöhung wurde durch den Preisschock jetzt entwertet. Und um das wieder auszugleichen, muss man den Mindestlohn doch jetzt wieder erhöhen, damit der alte Wert von 12 Euro bestehen bleibt. Also das ist doch jetzt wirklich nicht so schwer zu verstehen. Also das ist ja jetzt wirklich ein schlechtes Argument. Der Mindestlohn wird jetzt nicht noch stärker entwertet werden. Guck mal, die Inflationsrate ist zurückgegangen. Also was ist das denn für ein schlechtes Argument? Er wurde ja schon entwertet. Der Preisschock ist ja schon passiert. Die Preise sind ja nicht wieder gesunken, sondern sie steigen nur langsamer, als sie vorher gestiegen sind. Sie steigen jetzt wieder in normalen Bahnen, aber das ändert nichts daran, dass sie 2022, 2023 explodiert sind. Die Lust zu fragen, wo das Geld eigentlich herkommt, das Sie so großzügig verteilen. Wie wichtig eine funktionierende Wirtschaft ist, das müsste doch allmählich auch Ihnen klar sein, jetzt wo Sie uns in Teilen verlässt. Und Sie haben nichts Besseres zu bieten als einen Aufguss Ihrer alten Anträge. Von einer übermäßigen Mindestlohnabhängigkeit sind rund 30% aller Firmen in Deutschland betroffen, in den Bundesländern, neuen Bundesländern sogar 40%. Ziemlich hoch ist dann der Anteil an Arbeitern. Über 8 Millionen Menschen arbeiten für unter 14 Euro. Das bedeutet Erwerbsarmut. Das bedeutet, dass sie eventuell mit Bürgergeld aufstocken müssen. Also der Staat würde übrigens hier aus. Und wenn immer gesagt wird, der Sozialstaat soll kleiner werden, ja, ein höherer Mindestlohn ist ein perfektes Instrument, um den Sozialstaat zu verkleinern. Wir werden Personal entlassen müssen, Investitionen kürzen und die Preise erhöhen, wo es möglich ist. Und damit auch die Inflation wieder antreiben. Das alles ist gerade in Kalifornien passiert, wo der Gouverneur in einem Handstreich den Mindestlohn auf 20 Dollar festgesetzt hat. Betroffen von Ihrer aberwitzigen Mindestlohnerhöhung wären insbesondere das verarbeitende Gewerbe und die Gastronomie, die jetzt schon mit massenhaft Schließungen zurechtkommen müssen. Massiv betroffen ist auch der Einzelhandel, wo Ladenschließungen zur Verödung der Innenstädte führen. Erst jetzt hat der Deutsche Handelsverband die Bundesregierung zu einem Innenstadtgipfel eingeladen, um noch zu verhindern, dass aus unseren Städten Geisterstädte werden. Und jetzt wollen Sie den Mindestlohn noch mal erhöhen? Betroffen ist auch die Landwirtschaft, die schon mit dem jetzigen Mindestlohn nicht zurechtkommt. Sie kann ihre Saisonarbeitskräfte nicht mehr bezahlen und muss deshalb nicht nur an vielen Stellen Spargel und Erdbeeren unterpflügen, sondern der gesamte Obstanbau sieht sich vor die Existenzfrage gestellt. Dem Weinbau. Also, bezüglich dieses USA-Arguments, da hat ein US-Bundesstaat den Mindestlohn erhöht und jetzt gibt es eine Entlassungswelle. Das haben in den USA, also da gibt es Studien zu, aber eine Studie hat sogar ein Gedächtnis-Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen und die hat Future Sapiens in diesem Video profitabler. Während die Schaut euch das gerne an. Ich verlinke euch das Video in der Beschreibung. Ja, diese Studie vergleicht eine Mindestlohnerhöhung von 25% in einem US-Bundesstaat mit Mindestlohnerhöhung im Nachbarbundesstaat und kommt zum Schluss,
Der Mindestlohn hat sogar Arbeitsplätze geschaffen. Der hat keine Arbeitsplätze vernichtet. Das kann man auch sehr einfach erklären. Wenn Niedriglohnempfänger mehr Geld im Portemonnaie haben, dann geben sie mehr aus. Und wenn sie mehr ausgeben, dann kurbelt das die Wirtschaft an. Es sorgt für mehr Nachfrage, für mehr Konsum. Und deswegen ist das tatsächlich gar nicht so einfach, wie Gerrit Huy hier erzählt. Also natürlich, wenn die Löhne in der deutschen Wirtschaft steigen, dann kann das passieren, dass deutsche Exportkonzerne im Ausland ja es schwieriger haben. Aber Deutschland hat gerade Leistungsbilanzüberschüsse in Höhe von 6-8% des Bruttoinlandsproduktes. Also wirklich riesige Leistungsbilanzüberschüsse. Wir müssen uns über mangelnde Wettbewerbsfähigkeit bezüglich unserer Löhne keine Sorgen machen, sondern ganz im Gegenteil. Deutschland hat sogar ein zu niedriges Lohnniveau. Wir könnten uns deutlich höhere Löhne leisten, wenn die Politik das wollte. Nur die AfD will das nicht. Die AfD will Politik für die Exportindustrie und gegen die deutschen Arbeitnehmer machen. Wie gesagt, was die Effekte auf den Binnenmarkt angeht, oder die Gesamteffekte, die wurden ja hier untersucht, schaut euch das Video von Future Sapiens an. Da geht er auf die Studie ein, die 2021 den Gedächtnis-Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten hat. Es ist ja nicht der echte Nobelpreis, also falls ihr das immer dachtet, es gibt keinen Wirtschaftsnobelpreis. Der Preis wurde wesentlich später von der schwedischen Reichsbank gestiftet. Da wird ein Lebenshorizont von gerade einmal noch 30 Jahren vorhergesagt. Aber das ist nicht das Klima, das da schuld ist. Das sind die Kosten. Und das wollen Sie jetzt noch verstärken? Wir wollen auch gute Löhne. Aber dazu braucht man nun mal eine gute Wirtschaft. Und die wird erst wieder kommen, wenn der Lebenshorizont der Ampel zu Ende geht und die Grünen zurück in ihre Märchenstunde gehen. Deshalb mein Tipp, nicht Mindestlohn erhöhen, Steuern senken. Vielen Dank. Das ist ein vollkommen, also ja, beim ersten Punkt hat sie definitiv recht. Die Ampel ruiniert gerade durch diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland unsere Wirtschaft. Deutschland beteiligt sich ja auch noch an anderen Wirtschaftskriegen, die jetzt Schaden anrichten, also nicht in Deutschland, wie dem gegen Venezuela. Es werden neue Wirtschaftskriege wie beispielsweise gegen den Iran oder gegen China vorbereitet. Also die grüne Politik, die ist absolut katastrophal. Die zerschlägt überall Porzellan, die deindustrialisiert unser Land. Das ist definitiv so, da hat Gerrit Huy recht. Aber Steuersenkung bei der Einkommensteuer, wie sie die AfD fordert, die bringen den normalen Arbeitern so gut wie nichts. Also wer nur Mindestlohn verdient, wer zahlt ein paar hundert Euro Einkommensteuer, wenn überhaupt? Dem würde es eher was bringen, wenn die Sozialbeiträge sinken oder wenn die Mehrwertsteuer gesenkt wird. Aber die Forderung hat die AfD meines Wissens nach nicht mehr im Programm. Also Steuersenkungen auf die Einkommensteuer, von der profitieren leider vor allem die Reichsten. Das heißt, wie gesagt, Einkommensteuer sollte man für die Mitte und die Armen auf jeden Fall senken. Das oben wahrscheinlich ein bisschen erhöhen. Also es würde den der Mitte der Gesellschaft und den Niedriglohnempfängern mehr nutzen, wenn man die Mehrwertsteuer senken würde, Konsumsteuern abschaffen und senken würde, fordert das BSW ja auch, also das BSW fordert ja massive Senkungen der Steuern auf Spritpreise, auf Mineralöl, auf die CO2-Steuer muss weg. Also das sind ja alles Forderungen, die das BSW hat. Also das ist ja kein Widerspruch. Du kannst ja Steuern senken und den Mindestlohn erhöhen. Also Gerrit Huy stellt das hier gerade als Widerspruch dar. Also du kannst beides machen. Du kannst die Steuern senken und du kannst den Mindestlohn erhöhen. Und da musst du natürlich die richtigen Steuern senken, damit sie bei den Leuten auch ankommen. Wenn du, wie gesagt, die Einkommensteuer vor allem für die Reicheren senkst, dann hat davon derjenige, der Mindestlohn kriegt, relativ wenig. Du müsstest also beispielsweise unten dann die Freibeträge anheben. Wie gesagt, das sind jetzt Detailfragen, auf die will ich nicht eingehen. Aber Gerrit Huy stellt das jetzt Widerspruch dar und es ist de facto kein Widerspruch. Und damit stellt sich die AfD hier leider auf die Seite des Kapitals. Also das ist nicht der solidarische Patriotismus, der uns hier von einigen versprochen wurde. Schade. Ich meine, es gibt ja einige, die behaupten, ja, die AfD, die sei gar nicht mehr neoliberal, das wäre sie früher unter Bernd Lucke gewesen. Die sei mittlerweile solidarisch patriotisch. Wer Leute wie Gerrit Huy hier Werbung für die deutsche Exportindustrie und Werbung für Lohndumping machen lässt und sagt, nee, Mindestlöhne erhöhen geht überhaupt nicht, nachdem die Mindestlöhne so extrem entwertet wurden durch den Preisschock. Also das hat nicht so viel mit solidarischem Patriotismus zu tun. Also so zumindest meine Einschätzung.